Jetzt kommt eine großartige Schauspielerin zu uns. Sie sorgt in Wahrheit dafür, dass die ORF-Serie nicht in sich zusammenstürzen mit ihrer Performance. Sie spielt eine der Hauptrollen in Walking on Sunshine und hat auch bei den Vorstadtweibern brilliert, meine Damen und Herren. Hier ist die großartige Broshat Madani. Sehr gut, ja. Genau so macht man das. Zu lang. Ja, man muss ein bisschen hier rauf sogar. Man muss ein bisschen rauf, genau ja, in die Zwischenräume rein. In die Zwischenräume. Ja. Es dient deinem Schutz. Ja, und eurem. Unserem ja. Schutz natürlich auch. Abschlecken. Ja. Ja. Genau, jetzt können wir uns abschlecken. Jetzt darf ich dich abschlecken. Ja. Habe ich abschlecken gesagt? Ja, du hast abschlecken gesagt. Aber sie hat die Wange nicht gewaschen. Na gut. Liebe Broshat. Ja. Komm bitte hier entlang. Von darüber. Broshat, Broshat, Broshat. Gibt es eigentlich viele Leute, die deinen Vornamen und Nachnamen Hallo, nicht richtig... Hallo, guten Abend. Das ist aber toll, oder? Leute, Broshat Madani. Die deinen Namen... die scheitern beim richtigen Aussprechen deines Namens? Ja, du. Ja, meine Freundin Kathi ist da und die ist total allergisch darauf, wenn man zu mir Broshat sagt. Broshat? Ja, Broshat. Broshat, ja sicher. Broshat, ganz normaler iranischer Name. Hat Broshat eine Bedeutung? Weil viele von den persischen Namen haben ja so wahnsinnig schöne. Ja. Heißt du was? Darf ich den Wein einschenken? Ja, leider nein, weil ich habe jetzt gerade eine Woche Fasten hinter mir und... Bist du religiös? nein, okay. Überhaupt nicht. Was willst du trinken? Wasser. Ja, sehr gerne. Oder willst du Gemüsesuppe haben oder so? Nee, davon habe ich jetzt Basensuppe. Genug. Nein, davon habe ich genug gehabt. Broshat. Wasser. Broshat, genau. Also Broshat, heißt das was oder? Also der Name ist, ich habe geglaubt, das ist eine Erfindung meiner Großmutter. Die hat gemeint, sie hat das in irgendeinem Märchenbuch gelesen. Da gab es irgendeine persische Kaiserin. Die habe ich dann versucht zu recherchieren, die habe ich nicht gefunden und habe immer gedacht, ich bin einzigartig mit diesem Namen. Ja. Und habe auch jedes Mal, wenn ich mich gegoogelt habe, habe ich mir gedacht, nee, ich bin ganz alleine Broshat Madani. Googelst du dich oft? Es klingt immer so unanständig. Ja, aber ich kenne es auch. Also oft ist einem Fahrt, ja, was soll man machen? Bei Dirk hast du nicht das Problem wie bei Broshat. Na, bei Dirk kommen dann immer nur so Antworten, so Wirk. Nein, ich google mich nicht oft. Es gibt Leute, die viel mehr über mich wissen über Google, als ich über mich weiß. Ja, das ist ja oft so. Was weißt du denn über dich? Was weiß ich über mich? Naja, so der Wikipedia-Eintrag. Und so das Übliche, dieses geboren im Iran und ja, Vorstadtweiber. Nervt es eigentlich ständig darauf angesprochen zu werden? Dass ich im Iran, also in letzter Zeit... Ich wollte eigentlich das Gespräch vermeiden. Du lebst, seit du zwei bist, in Österreich seit vier Jahren in Berlin. Also was hast du mit, bist du oft in Persien noch überhaupt? Ich war zweimal dort, ja. Also als Erwachsene. Mit zwei Jahren bin ich weg und dann war Aber er wahrscheinlich öfter dort als wahrscheinlich. Du. Wahrscheinlich. Ist er mehr Perser als du? Wie fühlt man sich als Perser eigentlich in Österreich? Ein tolles Land mit einer tollen jugendlichen Bevölkerung, wie man sie weltweit in ihrer Freundlichkeit und Gebildetheit selten findet. Das ist schön, das ist gut zu wissen. Ja. Ist es so, würdest du es bestätigen? Hast du noch Verwandte dort? Ja. Weil eine iranische Frau, die ich kenne, hat mir gesagt, sie war jetzt irgendwann auch einmal dort und die waren entsetzt von ihr, weil sie nicht gesichtsoperiert war und alle Frauen dort aber gesichtsoperiert sind, weil durch den Schleier du alles, was man sehen kann, halt total perfekt machen musst. Die haben alle zu ihr gesagt, du wirst hier nie einen Mann finden. Ist dir das auch aufgefallen? Also es sind nicht alle, aber ich glaube schon ein beträchtlicher Teil der Frauen und ich glaube auch mittlerweile der Männer sind operiert, vor allem auch Nasen operiert. Und ich glaube, es gibt mittlerweile die besten Schönheitschirurgen im Iran. Würdest du eigentlich mal wahnsinnig gern auch so als, weiß nicht, Salzburger Bäuerin gecastet werden? Ich fände es lustig, mich mal so gegen meinen Typ zu besetzen. Das wäre vielleicht die Salzburger Bäuerin, ja. Du aber spielst die Schwedin oder die Norwegerin. Ja, aber Schwedin ist natürlich wirklich schwierig. Warum? Es gibt die Salzburger Bäuerin ging leichter. Denkbarer, ja. Okay. Ja, oder? Ja, aber es gibt ja unglaublich viele dunkelhaarige Schwedinnen. Denk an Abba, da war doch auch eine dunkelhaarig. Ja, eine von denen. Ja.
Ja, ja, die Anna Fried. Ja, aber von zwei Frauen immerhin eine dunkelhaarig. Warum soll sie dann keine Schwedin sein? Ja, stimmt eigentlich. Wie war das eigentlich, als Chefin einer Wetterredaktion besetzt zu werden? Interessiert man sich dafür dann? Vorher wahrscheinlich gar nicht, bevor Walking on Sunshine Angebot da war. Ja. Auf einmal muss man sich für so etwas Banales wie eine Wetterredaktion interessieren. Banal würde ich das jetzt nicht nennen. Aber wir waren ja dann in der Wetterredaktion und sind ja eingewiesen worden dort. Und das war super interessant und spannend, war auch zu sehen, dass die in zwei kleinen Räumen arbeiten, was wirklich irgendwie ziemlich ärmlich war im Vergleich zu unserem Studio. Und ich habe mich schon ein bisschen mehr ums Wetter gekümmert, ab dann aber irgendwann einmal wieder aufgehört damit, weil ich ja als Thilia Constantin nicht einmal eine studierte Meteorologin bin. Und sowieso nichts weiß. Du bist ORFlerin, du bist einfach eine, die sich so quasi im Unternehmen raufgeschlafen hat, bis sie, raufgearbeitet hat. Ja. Wir haben einen Ausschnitt aus einer Serie, aus einer Sendung, die noch nicht gesendet wurde, ich glaube, wird in den nächsten Tagen gesendet, einen Ausschnitt aus Walking on Sunshine mit Broschard Madani. Und ihrer Filmtochter. Broschard? Es darf und wird dabei ausschließlich um Fähigkeiten gehen. Mhm. Ja, das ist auch absolut meine Meinung. Okay. Gut. Das heißt? Das heißt, dass ich Diana zu meiner Stellvertreterin machen werde. Wie Diana? Diana. Ja, das ist eine sehr gute Wahl. Du kannst mir auch nicht ein einziges Mal einen Erfolg gönnen, ha? Es geht nicht ums Gönnen. Es geht ums Können. Ja, und was machst du dann noch hier? Weißt was, ich trau mich jetzt auch einfach einmal, das gefühlskalte Monster zu sein, was du erschaffen hast. Wie die Mutter, also die Mutter, so die Tochter. Ich bin deine Mutter. Ich find's ja interessant, dass du ein gefühlskaltes Monster keinen Anstoß genommen hast. Jana? Walking on Sunshine. Ein, muss man wirklich sagen, unglaublicher Quotenerfolg. Im, was man so hört, ja. Von Quoten nicht gerade verwöhnten ORF zurzeit. Wie erklärst du dir eigentlich diesen Erfolg dieser Serie? Ich glaube, das ist nicht zu erklären. Das ist was Metaphysisches, warum bestimmte Serien funktionieren, andere nicht. Also wenn man es wüsste, dann hätte man irgendwie ein Rezept, das nachzumachen. Ich habe die Sendung ja auch schon ein paar Mal gesehen, die Serie. Du bist schon sehr gemein zu deiner Tochter. Zu deiner entschuldige, bei der Tochter? Ja, aber bei der Mutter. Also, aber findest du, dass die Mutter deutlich über der Tochter steht moralisch? Bei der Tochter nicht, ne. Findest du die überhaupt unsympathisch, die Rolle, die du spielst? Ich finde die, nein. Nein. Sie ist sympathisch? Ich gar nicht. Ich finde die verzweifelt und rührend irgendwie in ihrer Verzweiflung. Also, aber kannst du sie auch? Ich weiß nicht, was es mit den anderen macht. Ja, aber ich sehe dann immer gleich so vor mir auch irgendwie, dann wird sie mit 62, kriegt sie einen goldenen Handshake und dann ist nichts mehr aus. Dann ja, schrecklich. War, dann war sie kurz Wetterredaktionsleiterin. Ja, eben, das so ist doch what? Unglaublich traurig. Ja, eh. Ja, sag ich doch. Ja. Ist Ihnen das, als Sie dann nicht mehr zum Beispiel in der Wirtschaftskammer Präsident waren, sondern an diesen jungen, bärtigen Typen das übergeben mussten, waren dann Sie nicht auch irgendwie dann, ich denke mir immer, das ist immer so etwas enttäuschend Trauriges. Man hat sich so reingetigert, man war so wichtig und plötzlich... Nein, ein bisschen Wehmut ist natürlich bei jedem Abschied dabei. Aber wenn ein Neubeginn gleich folgt auf der europäischen und internationalen Ebene, dann fällt das nicht schwer. Das passiert aber bei den seltensten, bei den Wetterredaktionen am sehr selten. Okay, das Österreich-Wetter ist für Sie nichts mehr, aber Sie machen das als Weltwetter. Ja, aber wieder so eine diplomatische Antwort von Herrn Leitl. Ne? Ja, aber er ist es gewohnt gut. Einfach auch, oder? Er kennt das... Ja. Sie sind einfach ein Diplomat, kann man das Nein. sagen? Doch. Im Gegenteil. Wirklich? Ich bin outspoken und habe oft gegen den Strich gebürstet, was man mir zum Teil übel genommen hat. Wirklich? Ja, gab es Sitzungen, wo Sie gesagt haben, jetzt geht's mal alle scheißen hier im Raum? Nein, so habe ich es nicht formuliert. Anders formuliert. Man muss in der Form muss man moderat sein, aber in der Sache konsequent. Ist das beim Dreh auch so? Was? Oder fallen da manchmal wirklich böse Worte? Oder Klar. versteht man sich im Team? Ist es so, wie man immer sagt, das Drehbuch ist hervorragend, das Team versteht sich gut? Also ich höre schon, dass es das gibt. Ich habe, glaube ich, wahnsinnig viel Glück gehabt in meinem Leben, weil ich habe das selten erlebt. Ja, keine Schreiduelle mit dem selten. Regisseur? Nein, also ich habe es erlebt, aber wirklich zwei, dreimal.
Und MeToo auch, alles vorbeigegangen an dir? Das ist, du bist der erste Mensch, der... Oder greift Palfrader manchmal unter den Rock? Nein, ich warte darauf, aber es passiert nichts. Also ist er ein MeToo-Opfer. Ja. Wahrscheinlich. Was sind eigentlich die nächsten Angebote? Nachdem du jetzt bei Walking on Sunshine wirklich diesen unfassbaren Quotenerfolg eingefahren hast, muss man dir doch die Türen einrennen. Oder ist der ORF so pleite, dass es keine neuen Serien mehr gedreht werden? Also die Türen rennt man mir jetzt nicht an, das kann ich nicht sagen. Es gibt immer wieder so Angebote, die kommen. Aber da ich die letzten zwei Jahre so viel gearbeitet habe, habe ich mir jetzt eine Auszeit genommen. Wirklich? Ja. Das heißt, du drehst jetzt ein paar Monate nicht. Genau. Außer es kommt jetzt das super wahnsinns unglaubliche Angebot, was ich nicht absagen kann. Aber sollte das nicht der Fall sein, werde ich jetzt mal ein paar Monate... Aber was machst du dann? Ja, also was ist dann das, was macht Proschardt? Machst du dann auch jeden Abend... Proschardt Madani. Ham and Eggs oder was machst du, wie lebst du? Herr Leitl ist zum Beispiel begeisterter Angler. Ja. Achso, nee, das wäre nichts für mich, Angeln. Was ist dein größtes Hobby? Ich habe angefangen, also wir haben angefangen zu kochen. Wer wir? Harald und du. Harald Sicheritz, darf ich das sagen? Liiert mit dem wahrscheinlich besten Regisseur. Aber was kocht ihr? Persisch Harald dann? Und oder? Sie kochen beide. Aha. Das klingt so wie eine Home-Story. Aber das Sicheritz und kochen mit Proschardt und Harald. Genau. Aber was, angefangen mit Ham and Eggs wahrscheinlich tatsächlich, oder? Weil es erstmal einfacher ist? Also Ham und Eggs würde ich jetzt nicht als Kochen bezeichnen. Also. Weiß nicht, was du zu Hause kochst. Nein, aber reinzufangen, weil du hast gesagt, wir haben jetzt angefangen zu kochen. Ja, aber auch wenn ich anfange, sind man fängt doch an mit Frankfurter Würstchen. Ja, und Ham and Eggs. Ja, ja. Klar, Sie haben mal auf meine Ham and Eggs ein. Ja. Sie werden sagen, was Köstlicheres finden Sie. Ja, natürlich. Natürlich. Glaube ich auch. Nein, ich weiß, ist das Schleichwerbung? Darf ich du darfst alles sagen, wenn du nicht sagst, jetzt Instersdorfer. Ja, was für Jamie Oliver? Auch, aber Otto Lengi. Natürlich, also ja, klar. Ihr kocht die Rezepte aus dem Kochbuch? Aber ganz genau, haargenau. Wir sind irrsinnig korinthenkackerisch unterwegs. Aber du gehst jetzt nicht quasi lukullisch immer weiter in die Heimat deiner Eltern? Ich habe. Weil es gibt so ein geiles kaukasisches Kochbuch zum Beispiel. Das ist schon fast in deiner Ecke. Ja. Da sieht jedes Foto so geil aus, aber ich könnte es nie nachkochen. Aber es schaut toll aus. Es ist, glaube ich, nicht so schwer. Ich habe ein sehr schönes... Du bist ja total arrogant, was Kochen betrifft. Ham and Eggs ist kein Kochen. Es ist überhaupt nicht so schwer. Aber Sie haben recht. Ham und Eggs, das ist jetzt wirklich... Vorsicht, Vorsicht. Ärmlich, muss ich. Ja, gut. Ich finde das toll. Nicht Ihre Ham und Eggs. Ham und Eggs. Wahnsinn. Ich finde das toll. Liebe Proschardt, wie du die Speise aussprichst, Ham und Eggs. So könnte auch ein Kabarett-Duo aus Österreich heißen. Ja, genau. Ne? Man muss natürlich Ham and Eggs sagen. Ja, ich bin so österreichisch, dass ich das dann Eggs einfach so dazwischen... Was frühstückst du? Mit Harald zusammen? Was ist da am Frühstückstisch? Ich lasse meistens das Frühstück aus. Ach so, aus. Ich dachte, ihr lasst es euch liefern. Viel Kohlenhydrate? Wenn es geht, nicht. Gemüse? Ja. Freudlos. So gequält? Naja, weil er so gequält schon fragt. Und ja, wieso? Aber du könntest ja euphorisch antworten und sagen, yes. Nein, aber es ist natürlich freudlos, oder? Wenn man dann nur Gemüse isst. Weißt du, wie toll so eine öde Zucchini ist? Oder sowas könntest du sagen. Vor allem, ich meine, es kommt ja immer darauf an, wie man das macht, das Gemüse. Klar. Wenn man dann die Otto Lengi-Rezepte liest und das mit diesen vielen Gewürzen und so macht, ist das absolut nicht langweilig. Sehr spannend klingt das. Ja, ich weiß. Ich wünschte, ich wäre bei Proschardt Madani heute eingeladen, aber ich gehe heute ins Bordell mit Christoph Leitl, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie auffordern, alle Serien und Filme zu schauen, wo Frau Madani mitspielt, und dieses Buch zu lesen. Ganz genau. China am Ziel. Vielen Dank für euren schönen Besuch. Am Ende.